Und zwar hat Quitter im Kopf auch noch ein weiteres Video hochgeladen gehabt. Wir haben ja viele Videos verpasst, irgendwie gefühlt. Tourette malt YouTube auf Leinwand und da habe ich einen kleinen Teaser irgendwo gesehen. Ich glaube, es war auf Instagram oder so, in den Stories. Und das war auf jeden Fall, klang sehr, sehr lustig. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Und ja, so, bin gespannt, wie Gisela malt. So, Künstler Gisela. Los geht's. Was ist das denn für ein Spacko? Mir ist schlecht. Ja, tut mir leid, den muss ich Revi! leider. Der wird auch gemalt heute. Ah, gar Kann ich nicht nicht mal erkannt rausnehmen. erst. Ja, hier gucken Kinder zu. Oh, ja. Haben die jetzt extra für dieses Malvideo alle Wände mit Folie ausgekleidet oder was? Mann. Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem Die neuen sind Video laut. auf unserem. Wir haben gar keine Leinwände, die muss ich noch holen. Leinwände? Egal, mache ich gleich. Ach, stimmt, natürlich. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Abspannen. Wir haben gerade 10 vor 11 und das bedeutet nichts anderes, als das Gewitter im Kopf ein neues YouTube-Video. Genau, und zwar malen wir heute. Also wir werden nicht auf den Tafeln malen. Das hier ist übrigens die Tafel, die ich bei den beiden Friseur-Videos mit dem Feuerlöscher vollgeschmiert habe. Feuer! Ja, welch eine Freude! Bekanntermaßen kann man die Tafel danach nicht mehr verwenden, wenn da diese Seifensuppe dran ist. Deswegen holt der Tim gleich noch zwei Genau. Staffeleien oder auf jeden Fall kann Tut es wieder on fleek, wieder nur im linken Ohr. Geile, auf jeden Fall. Geile, geile. hier und dann malen wir heute mal ein bisschen. Genau, ich hab Und jetzt dafür. raus aus dem Bild! Es geht aber. Sonst reiß ich das Ding runter. Okay, ich bleib lieber hier. Wir haben ja auch extra alles verkleidet Nein, und du so. sollst doch gehen! Damit hier nichts passiert mit den Wänden und damit da keine Ton wieder Farben drauf nice. kommt. Geht im Ton. Oh. Ich wollte dir gerade präsentieren, weil ich. Mach das au. Nein. Du hast gesagt au. Mach das aua. Au. Wir wünschen euch auf jeden Fall sehr viel Spaß bei diesem Video, Leute. Soll ich erstmal die Leinwand holen? Warte, ich komme Ja. hier. Ich hole mal kurz. Irgendwann machst du eine Bäckerei auf und da gibt es so einen Tiefkühler und jedes Eis hat einen YouTuber-Namen. Hä? Was hat Bäckerei mit einem Tiefkühler und einem Eis? Hä? Verstehe ich nicht, was? Die Leinwände von hinten aus dem Backstage. Ist da auch die rote? Nein, die ist hier. Schnell, du musst weggehen! Geh weg! Guck mal, ich habe so richtige. Ach, das sind sogar echt so Genau, richtige ich habe uns so Leinwände. richtige Leinwände geholt. Wir sind ja Profis. Krass. Jan und ich werden uns nämlich gleich betteln. Das heißt, jeder von uns wird. Hier ist noch die aufgeweichte Kreide vom Feuerlöscher. Ach ja, ist nicht so schlimm. Jeder von uns wird ein Bild nachmalen, was auf dem MacBook gezeigt wird gleich. Und hat dafür 5 Minuten Müssen ja noch Revi-Zeit malen? Ui. Zeit. Und derjenige von beiden, der es dann besser schafft, hat gewonnen. Soll ich das nochmal erklären? Was ist denn? Ha, du bist hässlich geworden. Was willst du mit meiner Leinwand machen? Lass die hier stehen. Ich zeig dir mal, was ich bestellt habe, okay? Ja. Also ich habe uns einmal so zwei Farbdinger bestellt. Da kommt glaube ich, die hat man doch früher immer. Mischt man da nicht die Farbe mit? Genau, die tut man da rein und man hält das dann so. Genau, ich habe. Warte ab, das wird noch besser. Es wird noch besser. Ich habe noch, da wir ja wirklich richtige Maler sind, ich zieh mal gerade meine Kappe, die brauche ich mich jetzt nicht mehr. Ich habe uns so Malermützen bestellt. Oh. Geil. Ich dachte, wenn thematisch muss es schon gut passen. Steht dir? Tatsächlich. Ja, sogar die Haare gucken vorne noch ein bisschen raus. Hat's geil. Warum sind es Malermützen? Sind es nicht einfach nur so französische. Sind es Malermützen? Ich dachte, das wäre so typisch französisch so. Bei dir sieht eh alles scheiße aus. Kann ich. Das war das so ein Lächeln. Und natürlich die Farbe. Ich hoffe, bei der Farbe sind die Pinsel dabei. Ansonsten müsst ihr mit den Händen malen. Das ist auch eine große Auswahl an Pinseln. Echt? Pinsel, ja. Pinsels? Muck dich auf! Und weißt Mal du, was doch das jetzt! Beste ist? Soll ich dir schon mal das erste Bild vom ersten YouTuber zeigen, was wir nachmalen Bastenmützen. werden? Ja. So, hier Ja, ist. Bastenmützen, aber was. Wurden die wirklich damals im Kontext zur Malerei benutzt? Der erste YouTuber, den wir gleich. In dem wir uns gleich betteln werden. Ach Perfekt. nee! Der ist es nicht. Moment. Der Tim kurz nachdem Tina Der. Tequila geworfen hat. Bäh! Ekelhaft. Revi hat es auf Platz 1 unserer Bilder ge geschafft, die gemalt Nein! werden. Darauf habe ich mir schon häufiger ein. Ja, Jan, darf sich jeder schon mal so Farbe hier Wann kommt rein? eigentlich der Diss-Track raus? Wann kommt der Diss-Track raus? Ich warte immer noch. Wann? Wann? Auf die Staffel. Ich glaube, da muss ich mir mega. Ja, okay, ja. Ich nehme mir einfach mal alle Farben und gucke dann, was ich daraus zaubern kann. Ja, ich glaube, ich mache das ähnlich.
Also nochmal kurz zur Spielerklärung, weil ich glaube, das war gerade ein bisschen undeutlich. Jeder von uns hat gleich 5 Minuten. Halt jetzt die Fresse, du Bisset! Okay, auf geht's. Ja, also ich fange erstmal mit seinen Geheimratsecken an. Ha, ja! Ja! Und die Augenbraue schon mal. Ich helfe dir. Nein, 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 nein! Ey, das ist Sabotage! Ah, das ist wie bei meinen Freunden so ein Schlong in deren Heft macht oder so, damals zur Schulzeit. Genauso einfach. Was? Okay, übertreib. Das ist wie im Unterricht, wenn einer so anfängt, so. Ja. Ich habe meinen Arm in deine Farbe gehalten. Ich glaube, ich fange mit seinem T-Shirt irgendwie an. Ich wollte mit den Haaren anfangen. Ich bin sehr gespannt, was er in der Reaction dazu sagen wird. Schwarze Haare. Ja, wir haben ja Zeitdruck. Wir haben ja Zeitdruck. Okay, was tue ich gerade? Das wird Thomas Gottschalk. Aber die Haare sind doch schon mal so, wie er die hat. Na, nee, das sind hier, die sind nicht so lang hier unten. Sieht aus, als hätte der Koteletten. Was ist das denn jetzt? Das ist ein Alien. Also was? Warum hat er das komplett grün gemacht? Aber Tim ist schon näher dran, ja. Lach mich nicht aus. Aber ich glaube, wir wissen jetzt schon, wer hier der Gewinner ist und wer der Verlierer. Jan wird eindeutig verlieren. Das sieht voll, als ob du so gut zeichnen kannst. Das sieht nicht aus wie Revi. Das sieht aus wie, keine Ahnung, Grundschulmalerei. Doch. Warum? Ja, hat das eh nicht mit Revi. Falls du das hier sehen solltest, sag ja, der fängt ja erst mit. Oh, okay, der Kopf. Was ist das denn? Warum ist denn dein Kopf jetzt so breit? Hä, was hat er denn hier gemacht? Was ist denn das hier? Da unten sah es noch ganz gut aus eigentlich, so der erste Ansatz. Aber hier oben, was ist das denn hier? Welches Ergebnis du am Ende am besten findest? Bei dir kann man noch nicht unbedingt erkennen, dass es ein Mensch wird. Bei mir? Warum? Hier sind die Nase und da sind die Augen. Oh Mann! Jan, denk an die Zeit, ne? Kritisch, du hast Beine mit dazu gemalt, obwohl da nicht mal Beine zu sehen sind. Das sind nicht die Beine. Das soll der Oberkörper mit dem Hoodie sein, also mit dem T-Shirt sein. Hey, das sind die Lippen, das sind die Oh Gott! Beine, die da sind. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Das ist einfach nur irgendein Mensch, ein Missgestalt, aber das ist nicht Revi. Hat man die Monobraue gemalt oder was? Und warum malen die Augen komplett grün aus? Der hat doch meine Pupillen da, nicht nur komplett. Was passiert hier? Wagen? Verwendest du eigentlich auch mehr als einen Pinsel oder machst du das alles mit dem gleichen? Ne? Okay, dann würde. Die sieht auch nicht aus wie Revi, aber das sieht schöner aus, einfach so, aber es ist auch nicht Revi. Aber gut, es ist halt schwer, ne, mit so mit Pinseln sowas zu malen. Ich hasse es auch mit Pinseln zu malen. Wasserfarben kann ich auch gar nicht malen mit. Würde ich sagen, die Zeit ist um. Ihr könnt jetzt mal hier entscheiden bei der Umfrage, wer von uns beiden das gewonnen hat. Ich denke, es ist ziemlich eindeutig. Danke schon mal alle, die. Hexer. Willst du noch Wasser holen? Dann können wir die Farben, die Pinsel auch sauber machen. Ja, ich hole Farben. Wasser. Penis. Ich komme direkt wieder. Und was hältst du von Tims Foto oder Gemälde? Also ich finde die Ähnlichkeit, das ist nicht zu übersehen mit Revi, oder? Der breite Kopf, zusammengewachsene Augenbrauen. Ja, genau. Die spitzen Ohren. Die Ohren wie bei Rumpelstilzchen. Der Umhang, als ob es irgendwie der Fürst der Finsternis wäre. Oh Mann, der Tunnel im rechten, im linken Ohr, Uffi. Hitler. Könnte aber auch eine Frau sein. Ich würde sagen, wir gehen direkt über zu Simon Unge. Ja. Und, Ach nee, aber immerhin ist er nicht so gestört wie der. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich habe gerade gedacht, du brichst das Ding jetzt durch. Oh, brutal. Was machst du nein. Das sind Klopfzeichen. Und was berufen die? Hallo, ich bin Simon. Die berufen das. Was machst du damit? Das sieht gut aus. Grau, man kommt da nicht so viel. Sieht gar nicht so schlecht aus jetzt schon. Also ich muss sagen, ich habe im Kunst echt nicht so viel gemacht. Ich hasse Kunst. Aber dann die Gesichtsform wieder, hä? Macht er jetzt nur so eine grobe Skizze. Hä, der macht es ja komplett wieder weg. Die Mütze geht ja, hier sieht man, die Mütze geht ja hier so rüber so ein bisschen. Und hier hat er die Mütze, das sieht aus wie einfach so ein, keine Ahnung, wie so ein Hut. Wie so die russischen Mützen, die es da gibt, diese, ich weiß nicht, wie die heißen, aber diese Dinger da. Was sind das, russische Mützen? Nee. Zur Kolonialzeit mit diesem Puschel hinten dran, genau. Mit diesem Wieselschwanz, so sieht es gerade aus. Ja, Hexer! Ich bin einer von euch. Ja, aber hier bei Jan sieht es viel besser aus schon. Einer von euch! Einer sieht irgendwie aus wie so ein komischer Priester oder so ein Pfarrer. Sieht aus wie so ein Rabbi. Wie so ein Rabbi, den machen wir so eine Locke darunter hängen, oder nicht?
vom Finger, meistens so längere Locken. Sie können ein Rabbi sein, ja. Guckt jetzt aus wie so eine Pfarrermütze. Das sieht aus wie ein fetter Jude. Aber Jan sieht echt voll gut aus. Wie ein fetter Jude. Ey, ich sag noch Rabbi. Also Gisa und ich verstehen uns auf jeden Fall. Mach's gut, Jasmina. Vielleicht wird sie ja auch der Freddy. Nein, das Gesicht ist ja nicht schmal. Werde ich doch mal so gesehen, was? Ja. Ich finde, es ist mir bis jetzt gar nicht so schlecht gelungen eigentlich, außer dass der Ton, der Haarton ein bisschen röter ist. Okay, fertig. Okay, oh. Leute, stimmt wie immer ab. Ich weiß ab. Gar nicht. Welches von den Bildern findet ihr besser? Ja, ich finde das in Jan besser. Hitler. Der wurde nicht gemalt. Doch, ich mal den. Obwohl hat Jiki seinen Hals ein bisschen verkackt, ne? So einen dicken Hals hat Unge niemals. Sieht aus wie so ein Pickel hier irgendwie. Nein, Hitler. Nein, nein. Hitler. Oh, nein. Oh, nein. Abstimmen. So, jetzt geht's los. Ja, ich mach deine Staffelei. Nein, hallo! Was? Wie asozial war das denn jetzt? Nur weil das besser aussieht als deins. Das sieht nicht besser aus. Natürlich sieht das besser aus. Ja, jetzt bin ich voll Farbe im Gesicht. Jan, das war jetzt echt nicht cool. Du hast Simon kaputt gemacht. Was soll das? Simon, es tut mir sehr Wir leid. Wir haben schon einen Simon. Welchen denn? Den da? Okay, jetzt kommt die Runde, in der wir uns gegenseitig malen. Hey, warum denn Jan? Wo ist denn das Bild daneben? Okay, alles klar. Ich habe mir das Bild von dir rausgesucht und du hast dir das Bild von mir rausgesucht. Beides sehr schöne Bilder. Ja, dann mal go. Stimmt, Griffog, genau so war das. Diktator war ja, stimmt. Das war nicht beabsichtigt. Hey! Nein. Oh, die einzige freie Stelle. Gisela hat mich schon. Ich weiß, es ist eh egal. Weil das wird nämlich eh abgerissen. Das hilft jetzt nichts mehr. Hättest du Gewalt drauf oder was? Das kann einfach jeder sein. Also, ich muss sagen, das ist bis jetzt am schlimmsten. Habe ich so große Ohren? Nee, das ist ja das Problem. Und ich habe aus Versehen den Finger zu wenig gemalt. So, ich vermische jetzt das hier in der Hoffnung, dass da einfach eine coole Haarfarbe rauskommt. Mein Opa hat durch einen Unfall auf dem Bauernhof echt einen Finger zu wenig. Oh, krass. Ich mal dich sogar schmaler als du bist. Und warum sehe ich aus wie ein Soldat aus der Sowjetunion? Ja, ja, das stimmt. Warte, ich mache noch eine kurze Umbrennung ums Gesicht. Simon ist einfach tot. Ja, das ist irgendwie echt schade, weil das war echt ein gutes Gemälde. Ja, danke dir. Gern geschehen. Ja, ich würde sagen, ich bin auch fertig. Ich muss aber noch drauf malen. Ah, sieht aus wie Gisela. Fertig. Ach, sogar mit Herz, wie süß. Ja. Wie kommt eine 88 hin? Leute, schreibt mal gerne eure Meinung zu dem ganzen Thema in die Kommentare. Falls ihr Bock habt, dass wir sowas nochmal machen, zeigt Tobi uns das gerne in einem Kommentar. Oder einer Bewertung. Oder mit einer Beleidigung in den Kommentaren einfach. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch das gefallen hat. Und dass wir uns sehen werden. Bis dahin, macht's gut. Was ist denn wie das Auto? Was ist denn wie das Auto? Beleidigung? Hä? Was? Was? Das war weird auf jeden Fall. Aber ja, ich muss sagen, hä? Mal ganz ehrlich. Also meine Meinung, ich fand die Videos, die vor ein paar Tagen, Wochen geschnitten wurden, fand ich viel lustiger als das jetzt hier. Ich weiß nicht, ob die jetzt weniger Arbeit machen für den Schnitt. Aber ich fand die Videos damals, also vor ein paar Wochen noch, ich persönlich, lustiger. Weil der Schnittstil war anders, krasser. Hier hat es wieder so ein bisschen gezogen, muss ich sagen. Aber, ja, die Zeichnungen auf jeden Fall sehr, sehr künstlerisch auf jeden Fall. Auch wenn ich sagen muss, Jan kann auf jeden Fall besser zeichnen als Jan. Jan kann besser zeichnen als Tim, weil man bei Jan wenigstens erkennt, was es darstellen sollte. Bei Tim kann es was komplett anderes gewesen sein auch. Aber trotzdem gut.